So, Aufnahme läuft. Hallo meine lieben Kreativlinge. Ich singe. Nein, das will keiner hören. Ich hatte, wobei es immer noch zählt, ich habe ja eine Kooperation mit Global Land. Und ich habe mir ja diese Gnomi-Stempel hier ausgesucht. Und ich habe ja gesagt, ich will einmal alles so ein bisschen durchtesten. Ja. Erstens, weil ich es mir rausgesucht habe, und zweitens will ich es nicht nur umsonst haben, sondern ich will das ja auch quasi ja ein bisschen verdienen. Also ich will ja trotzdem was zeigen damit. Ich hab gestern den einen Link rausgeschickt zu dem einen Video und habe gesagt gehabt, ne, und so und so und so. Ich muss ja immer Bescheid geben und so. Und ich darf wieder eine Kooperation machen. Freut mich natürlich mega. Also ich habe keine Ahnung, wie mich das freut. Aber nichtsdestotrotz zu der Kooperation. Alles, was ich mir von der vergangenen, für mich ist das jetzt die aktuelle, wobei ich ja die neue dann gleich mache, beantworte erst einmal. Aber alles, was ich mir aus der Kooperation aussuchen dürfte, werde ich verlinken in die Infobox mit einem Rabattcode, der Natter 10 ist. Den nutze ich selber auch. Sage ich immer wieder, den nutze ich. Ich habe auch gerade wieder bestellt bei Global Land, weil noch einiges auf meiner Wunschliste steht. Und den nutze ich, wie gesagt, selber auch. Aber das wäre diese Nummer hier. Und ich fand die so süß und musste die umsetzen. Und ich zeige euch jetzt mein erstes Ding. Das hier. Ein Gnomi im Wald. Ja, wobei Wald, ja doch, Wald und Wiese. Ah, der finde ich süß. Ja. Erstmal eine Grund-ATC in den Maßen 2,5 mal 3,5 Inch. Und ein Aufleger, der hat die Maße 6 mal 8,5. Und was ich außerdem benutzt habe, weil das jetzt endlich da aus meiner letzten Bestellung gekommen ist, ich bestelle ja auch selber dort, ist aus diesem Set hier. Das finde ich auch selber so schön. Das wäre die Nummer, falls es jemanden interessiert. Habe ich das hier genommen. Oder beziehungsweise werde das nehmen. Brauche ich meinen. Obwohl, der ist gleich draufgezogen. Das ist der so ein ATC-Stempel. Der ist übrigens auch von Global Land. Ich habe so viel von Global Land, das ist schon die wahre Pracht. Ich habe den halben Shop mittlerweile schon. Wir machen ja noch eine andere ATC, deswegen kann ich die gleich abdrücken. Auf beide Rückseiten. Dann habe ich das nämlich auch schon mal erledigt. Sandra hat mir übrigens gezeigt, dass es davon andere Stempel gibt, von diesen Beschriftungs-ATC-Gedönsi. Die habe ich mir jetzt auch bestellt. Ja, ich liebe meine ATCs. Es ist so bescheuert eigentlich. So, dann habe ich mir den Stempel jetzt aufgezogen. Und dann nehme ich einmal Shady Lane. Das brauche ich später. Einmal Shady Lane und einmal Green Oasis. Und dann fange ich an, mir so eine Art Blätterwald zu stempeln. Also keine richtige Reihenfolge, einfach wirklich so drauf losstempeln. Dann die nächste Farbe. Weil der Gnomi ist ja ganz, ganz klein. Und er lebt in der Wiese. Und da gibt es ja ganz viele Blätter und Grashalme und ja, deswegen darf es sehr, sehr grün sein. So, den packe ich schon mal wieder weg, dass mir nichts verloren geht hier auf meinem Chaostisch. Dann nehme ich Rustic Wilderness. Und färbe mir so den Rand ein bisschen ein.
habe immer noch einen grünen Finger. Ich habe gestern die eine Prototyp ATC gemacht. Und nachdem ich die für gut befunden habe, habe ich gesagt, ja gut, das wird es. Na, ich habe ja schon eine gewisse Vorstellung in meinem Kopf, aber das ist immer so eine Frage, wie es es umsetzt. So, dann nehme ich zweimal die Farben hier, die nehme ich ja öfter so mal von Dingenskirchen. Zu ne Zikut, ich kann das nicht aussprechen. Zu Zitiniku. Nee, keine Ahnung. Einmal das hier. Und dann schwarz. So, das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Ach, die Punkte sind dann überall, aber nicht da, wo sie hin sollen. So. Dann stand es mal, oder nee, stand es mir nicht aus. Ich habe das ja schon vorbereitet. Das sind die Blätter. Da ist der Gnomi. Zeige ich euch gleich näher. Und da ist so ein Rahmen, der ist nicht von Cloveland. Und da ist der Gnomi. Der ist nicht perfekt koloriert. Ich gebe es zu. Dann habe ich hier Blätter ausgestanzt. Die sind ebenfalls aus einem Cloveland Set. Das ist das hier. Da ist dieses Blätterwerk dazu. Das wird diese Nummer. Ist auch sehr groß. Das sind viele, viele Schmetterlinge. Einmal so Overlays und einmal dann so unten. Da Blümchen sind noch dabei. Tun wir auch dann gleich das Blätterwerkzeug wieder rein. Also ihr seht, ich kaufe selber viel bei Cloveland. So, dann nehme ich mir Peel It Paint und färbe mir die Blätter ein bisschen ein. Man könnte jetzt auch sagen, okay, bevor ich das ausstanze, dass ich das mir vorher einfärbe. Aber ich will dieses Unregelmäßige haben, dieses Unsaubere, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, dass das so unsauber ist, sondern einfach so. Ja. Dann nehme ich Pine Needles. Das mache ich mit dem hier genauso. Bei dem dunklen Grün sieht man das jetzt relativ gut, dass das dann so gefleckt wird, so unsauber. So. Die Kanten werden dunkler als der Rest. Man muss zwar ein bisschen aufpassen, weil ja sein kann, dass man die Blätter abreißt. Aber es geht. Wenn man ein bisschen festeres Papier nimmt. So. Die Farben haben wir. Jetzt wisst ihr, wieso ich grüne Finger habe. Das sieht schon soweit getrocknet aus. Dann nehme ich mir mein Blätterwerkzeug. Okay. Da oben hin. Und das ist mir der Bart, bis der Kleber unten angekommen ist. Dann auf der anderen Seite. Normalerweise tue ich mir wirklich eigentlich schwer, wenn das dann so um dieses rein Grüne geht, so dieses ja, Dschungel nett unbedingt. Dschungel ist noch schwieriger, aber ich finde, diesmal ist es mir ganz gut gelungen. Dann den Rahmen. Da ist nicht richtig rausgetrennt.
So, den klebe ich auch nur an den Ecken so ein bisschen auf, dass der noch ein bisschen absteht. Aber da ist noch eine Ecke drin. So, dann machen wir auf den Gnomi schon mal 3D-Pads drauf. Überschüssigen Blätter schneiden wir einfach ab. Das klebe ich jetzt auf meine ATC. Beschriften muss ich sie noch, aber das mache ich dann ohne euch. So, und dann klebe ich meine Gnomi auf. Wenn dann der Pad die Schicht ab will. So. Und dann wäre die erste ATC auch schon fertig. Ja, ich finde die süß. Ich finde die echt süß. Wie gesagt, dafür, dass ich mir eigentlich so schwer tue mit so Blätterwerkzeug, finde ich die gut gelungen. So, jetzt machen wir die zweite ATC. Die hat sich hier unten drunter versteckt. Die guckt so aus. Im Endeffekt vom Prinzip her fast das gleiche, aber dann doch wieder verschieden. Da ist dasselbe Beispiel. Eine Grund-ATC in den Maßen 2,5 mal 3,5 Inch und einen Aufleger in den Maßen 6 mal 8. Das bräuchte ich eigentlich einen sauberen Tisch. Und ebenfalls aus diesem Set habe ich hier oben diese Blümchen verwendet. Und zum Stempeln einmal Fantasia und Purple Delight. Und da gehen wir jetzt im selben Prinzip vor. Kann dann ruhig ein bisschen so geschichtet werden, zeige ich euch gleich. So. Ja, so übereinander. Die Gnomi-Dame wohnt halt in einem Teil, wo mehr Blümchen wachsen als Gras. Das ist die Hintergrundgeschichte. So, das wieder aufräumen, dass mir nichts verloren geht. Einfärben tue ich das Ganze mit, keine Ahnung, Potion. Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Da machen wir dasselbe auch mit diesen Farben wieder. Am besten jetzt direkt ins Lila rein. Das wäre super. Dann wären es statt weiße Punkte lila Punkte, was ja nicht so tragisch wäre. Wenn man die nur zum Sprenkeln nimmt, so wie ich, dann sind die wahnsinnig ergiebig. Also die sind wirklich wahnsinnig ergiebig, wenn man die wirklich nur so ein bisschen dann, naja, auf die Unterlage macht und dann
sprenkelt. So, in der Zeit werde ich jetzt erstmal schnell alles wegräumen. Farbenrichtung. Pinsel. Die Farben. Alle wieder wegräumen. Derzeit kann es nämlich trocknen. So, auch wieder da unten rein. Dass alles wieder seine Ordnung hat. Gut. Den habe ich auch schon mal soweit vorbereitet. Habe ich schon verstempelt. Kann ich den auch schon mal aufkleben. Ich hoffe, ich versau jetzt nichts. So, die Gnomi-Dame. Machen wir auch schon mal ein 3D-Pad drauf. Und dann habe ich hier auch so einen, so einen Kreisrahmen ausgestanzt. Der ist leider auch nicht von Globaland. Aber ich habe mir letztens auf Instagram, seht ihr das, was ich mir bestelle? Also überall, wo ich bestelle, sei es von Globaland, Stamp Corner oder bei wo Hobby wenig kostet, weil ich will ja keine Hauls mehr machen. Das seht ihr das, was ich mir so kaufe. Dann habe ich mir ein Hai ausgestanzt. Globaland hat auch ein paar. Ja, bei Globaland haben die auch Buchstaben. Ich habe mir auch ein Set rausgesucht, was ich bei meiner nächsten Bestellung bestelle. Weil Buchstaben kann man eigentlich nie genug haben, weil die braucht man in verschiedenen Größen und eigentlich total bescheuert, aber ne, da würden jetzt keine ganz großen drauf passen auf das Set. Mal schauen, wie gesagt, wenn die da sind, wie groß die dann sind. So, dann die Gnomi-Dame. Na, klebt in meinen Fingern fest. Und dann wäre diese ATC auch schon fertig. Süß, ne? Ich finde die echt putzig. Gnomis gehen ja auch immer. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bye, bye.